Hallo und herzlich willkommen zurück zu Resident Evil Village. Ja, wir sind hier noch. Gehen wir raus hier. So. Wir sind hier noch in der Nähe vom Haus von der Puppmacherin. Warte mal, ich glaube, das haben wir nämlich noch nicht hier, den Brunnen. Ach, wie cool! Wie cool. Warte, warte, warte. Ach, das Familienfoto habe ich wieder? Ah, okay. Hä? Wo, wie, was, warum? Ah, hier. Ein leicht verschmutzter Teddybär. Der Duke wird ihn schon kaufen. Wertvoll. Okay. Hier, da, hier, da. Ach, warte mal. Ah, guck mal. Das sehe ich jetzt erst. Hier habe ich drei Sachen. Hier drei so Vierecke unter der Kette. Das heißt, das Ding besteht aus drei Stück. Oh Gott, ich habe die anderen Scheißketten schon verkauft, ne? Ich habe die anderen schon. Ich habe die anderen Ketten, glaube ich, schon verkauft, ne? Das heißt, hier kann man dann sehen, ob man die Dinger kombinieren kann oder nicht. Ach, verdammte Hölle. Ich habe die anderen Ketten schon verkauft. Na gut. Schade aber auch. Ja. Den Brunnen haben wir. Ah, genau, Kugellabyrinth. Das hätte ich jetzt fast verpennt. Warte, warte, warte. Wir haben doch die Kugel. Wir haben doch die Kugel. Da, Kugel. Wunderbar. Oh, da geht der Zaun weg. Nicht so schnell. Nicht so schnell. Langsam, langsam. Langsam, 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 langsam. Was ist denn das? Na, nicht so schnell, nicht so schnell, nicht so schnell. Nein, 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 nein. Entschuldigung. Hui. Wir haben es geschafft, beim ersten Mal. Hui, Feuerwerk. Boah, wir waren sogar schon einmal draußen. Onyx-Schädel. Den kann man ja... Ne, da war ja nichts, dass man die Schädel miteinander kombinieren kann. Nee. Das geht nicht. Okay. Ja, wie cool. Wie cool, wie cool, wie cool. Das haben wir auf erstmal geschafft. So, trotzdem ist das Ding noch rot. Warum? Wieder rein. Da, das kommt die Freude auf. Warum bist du noch rot? Du lieber Raum. Wegen der Pflanze. Nein, nicht wegen der Pflanze. Warum? Oh, da ist noch was. Ein explosives Geschoss. Da, verdammt, guck mal, das haben wir übersehen. War das jetzt der ausschlaggebende Grund, warum das noch rot war? Lass uns gucken. Tatsächlich. Okay, dann gucken wir doch da drüben, das ist rot, ne, weil wir dort die Waffe zurückgelassen haben. Das andere Gebäude. Aufmachen. Nö. Das Gebäude da hinten ist ja wegen der... Oh, da kommen wir nicht durch. Das ist rot wegen der Waffe, ne? Stimmt's?
Da liegt doch noch die Waffe rum. Hä? Da lag doch... Hier, genau. Die kann ich ja nicht mehr nehmen, weil ich keinen Platz mehr habe. Da müsste ich eine andere da lassen. Also, wenn er denn die tauschen würde, also die andere Schrotflinte dorthin legen tät, dann könnte man es sich ja überlegen, aber ich weiß nicht, aber das tut er ja nicht, ne? Inventar voll. Das heißt... Das macht er nicht, ne? Die nicht weggeworfen werden könnte. Ist doch komisch, oder? Warum kann ich die eine mit der anderen nicht ersetzen, ne? Na gut, das ist seltsam. Aber... Wir wissen, hier ist die liebe kleine Pflanze. Lieber kleine, rennst denn hin? Dann passt das schon. Gut. Dann, Leute, haben wir noch zwei Sachen. Nämlich, wir haben nämlich noch eine Schatzkarte. Oh, Gottes Willen. Das waren aber viele. Wo fliegen die denn hin? Wir haben noch eine Schatzkarte. Im Schloss. Ich habe nur keine Ahnung, ob wir noch jetzt wieder... Jetzt... Oh Gott. Warum fällst du da runter? Bleib doch da oben. Halt deinen Mund. Shit. Verdammte Hölle. Da ist auch noch einer oben. Ich wollte doch aber eigentlich... Da ist auch noch einer oben. Nein, ich will den Käfig. Da sind überall welche oben. Ihr könnt mich mal. Ich laufe weg. Da kommt noch einer raus. Lass mich in Ruhe. Will nicht. Könnt mich mal. So, komme ich denn wieder zurück ins Schloss, Leute? Der hat eine Puppe in der Hand. Der Typ ist einfach seltsam. Der Typ ist einfach seltsam. So, jetzt warte mal, wo würde ich denn rein theoretisch ins Schloss kommen? Hier, ne? Das will ich jetzt mal schauen, ob das geht. La 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 la. Wir laufen ins Schloss. Wir laufen ins Schloss. Was? Zugehen tut's hier. Ah, da kommen wir nicht rein. Die Zugbrücke ist oben. Verdammte Hölle. Fische. Fische. Kann ich da reingehen? Fische. Da. Was ist das für ein Geräusch? Das Kabel hier rein. Die kommen alle hierher. Geht's noch? Guck mal, die laufen hier hinterher. Die mögen dich so gern. Das ist echt krass, oder?
So, ich will jetzt Fische. Fische. Ich hab einen Fisch. Mein erster Fisch. Ach, die waren es denn, die das rum ein Geräusch machen. Fisch. Eine komische Art zu angeln. Noch ein Fisch. Wir haben die ganzen Fische ausgerottet. Keine Fische mehr. Okay, keine Fische mehr. Aber was können wir mit dem Ding hier machen? Nichts, oder? Verdammt, wir kommen also nicht mehr zurück ins Schloss. Das heißt, unsere Schatzkarte hier, die ist erstmal tabu. Weil durch den Turm kommen wir ja auch nicht mehr. Das haben wir ja schon versucht, weil wir dort ja die Fische dort wollten. Das ging ja auch nicht. Okay, das heißt, diese Schatzkarte ist erstmal hinfällig. Schade. Wir haben auch noch eine. Warte mal, wir haben da noch eine Karte. Was? Nein. Wie? Was? Nein. Unterirdische Gänge. Genau, die wollte ich noch mal gucken. Unterirdische Gänge. Wo sind denn hier unterirdische Gänge, bitteschön? Das sind doch alles keine Gänge hier. Erdgeschoss, Untergeschoss. Nein, wo ist denn unser Bild von diesem blauen Vogel? Hier. Foto eines seltsamen Vogels. Ein Foto eines himmelblauen Vogels. Wo das wohl gemacht wurde? Also wir sehen ein Haus. Und wir sehen im Hintergrund irgendwas orange leuchten. Warte mal, kann es sein, dass das hier ist? Also das, was da leuchtet, orange? Kann es sein? Dann müsste das im Rücken sein. Dann müsste das hier irgendwo sein. Rein theoretisch. Wer einen blauen Vogel sieht, schreit hier. Ganz laut. Dann müsste das hier irgendwo sein. Na toll. Wo soll ich denn jetzt hier den blauen Vogel finden? Wo soll ich denn hier jetzt einen blauen Vogel finden? Wann ist das überhaupt hier ist? Das ist aber auch nicht sehr eindeutig hier auf dem Foto, muss ich mal ganz ehrlich sagen, ne? Auf der Suche nach einem blauen Vogel. Krieg ich einen Vogel? Ich glaube, ich kriege einen Vogel. Yeah.
Da ist er. Ha! Da ist er. Wir lagen richtig. Saftiges Geflügel. Juhu! Duke, ich komme! Saftiges Geflügel. Oh, ich glaube, mir fehlt aber noch was. Ich glaube, uns fehlt noch Wild. Kann es sein? Ich glaube, uns fehlt noch Wild. Juki, hallo. Spielst du noch mit deiner Puppe? Kommt dir das vielleicht bekannt vor? Ja. Maximale Kunden statt geringfügig? Nein. Geliefert. Wild 3, wir haben 2. Verdammt, Wild. Wild, Wild, wo kriege ich denn jetzt Wild her? Nur nicht nachlassen. Ihr Lesen ist Wild. Fisch. Wild. Schon wieder Wild. Und ihr Lesen ist Wild. Bewegungsgeschwindigkeit steigt. Sinkt Block. Erlittener Schaden sinkt beträchtlich. Beträchtlich. Das finde ich beides super gut. Die maximale Gesundheit steigt. Also eigentlich will ich ja die beiden hier kriegen. Okay, Wild. Einen Fisch brauchen. Nee. Wir brauchen Wild. Wir brauchen ganz viel Wild. Das wird ein Festmahl werden. Ja, sehe ich auch so. Lass uns doch kurz mal speichern. Wild. Leute, wo bekomme ich denn Wild her? Wo haben wir das andere Wild denn überhaupt herbekommen? Wild, das war das hier. Okay, ich sehe hier nichts mehr, was uns Wild bringen könnte. Okay. Schade. Also wir brauchen Wild. Merken? Wild. Jetzt gehen wir mal zu dem Haus des Geigenmachers, denn den Schlüssel haben wir. Vorausgesetzt, wir finden da jetzt hin. Ich und mein Orientierungssinn. Ich und mein Orientierungssinn. La 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 la, ich und mein Orientierung. Sind so alles blau? Ist mich jetzt veräppeln? Das Geigenmacherhaus kann doch nicht blau sein, da war ich noch nicht drin. Ich fühle mich schon wieder veräppelt. Kann es nicht sein. Nö, da komme ich einfach rein. Grüß Gott. Stör nicht viel, ich gehe gleich wieder raus. So. Wo ist das Haus des Geigenmachers? Ich werde schon wieder wahnsinnig. Warte, wenn wir schon mal da sind, da gibt es noch einen Brunnen, den wir noch nicht gemacht haben. Das ist der hier. Der ist noch offen. Brunnenkurbel. Eine Dietrich. Das ist gut. Das finde ich fein. Ne, hier waren wir schon. Keep out.
Das war das mit dem Zahlenschloss. Wo ist denn dieses Haus, wo drauf steht, von wegen bin ich da? Ich komme so schnell nicht wieder. Da hinten kriegen wir auch kein Wild. Auf der Suche nach Wild. Das ist doch das hier. Genau das ist es hier. Leute. Es ist nicht rot, es ist nicht blau. Es ist natürlich noch nicht erforscht. So, jetzt aber. Jetzt aber. Jetzt aber. Jetzt aber finden wir auch nicht hin. Ach, ich liebe es. So. Jetzt sind wir genau da, wo wir nicht hinwollen. Leute, ihr werdet wahnsinnig. Ey, Wahnsinn. Das Haus ist es. So. Das Haus hier links. Hier. Jetzt aber. So, Schlüssel des Geigenmachers. Na, wer sagt's denn? Flinten, ist da noch was? Nee. Dann schauen wir noch mal, was hier Schönes gibt im... Oh, Happy Birthday! 21.09.2017. Das ist total unpassend, das Bild, oder? Das passt so überhaupt nicht hier von der ganzen Optik hier irgendwie rein. Ja. Sehr komisches Bild. Hm. Vielleicht ein Gruß eines Programmierers an sein Kind. Oh, hier, guck mal, das ganze Werkzeug. Nicht schlecht, oder? Ich hänge. Oh, 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 oh. Ich habe die Geige kaputt gemacht. Okay. Da ist noch ein Schrank. Mit Vorhängeschloss. Wo zum Geier hätten wir denn jetzt hier Zahlen bekommen für das hier? Halt, warte. Halt, hier. Struktika. 763934. 763934. Schauen wir mal. 763934. Ich werde ihr, ja, ich wollte gerade sagen, entweder das hier oder eben dieses nicht passende Ding hier.
Plakat. Ich werde ihren Geburtstag nie vergessen. 27.01.17. Das war meine zweite Idee gewesen. Na komm schon. Hä? 27.01.17 oder was? Oder wie? Oder bin ich jetzt doof? Okay. 27.09. Okay. Alles gut. Na gut. Ha! Oh, was haben wir denn da? Stahl Herras Lukluf. Okay. Erweitertes Magazin. F2-Flinte. Erweitertes Magazin F2-Flinte. Wo haben wir den denn? Hier. Teil ausrüsten. Cool. Okay. Das war's dann wohl hier. Gibt's denn dann Untergeschoss? Weiß man nicht, glaube ich nicht. Okay. Gut. Was machen wir als nächstes? Haben wir noch irgendwas? Ja, das hier drüben hier, ne? Doch nach wie vor das Ding hier, wo wir nicht reinkommen. Ansonsten haben wir jetzt alles echt hier abgegrast, wie es ausschaut. Bis auf das hier und das hier, warum der noch immer rot ist. Dann Schlüssel mit 4 geflügelten Embryo. Den haben wir, ne? Die Schlüssel haben wir, ja. Gut, kleiner Blick mal. Mim. So. Ja, nachdem wir ja nicht da hinten reinkommen, weil wir uns zu blöd dazu anstellen. Oder was auch immer. Ne? Würde ich mal sagen. Wir durchsuchen das Haus zum 45. Mal, weil wir uns doch immer fragen, warum es rot ist. Den haben wir jetzt längst aufgebrochen hier. Mit unserem Dietrich. Gibt's da irgendwo noch, hängt da irgendwas an der Decke? Irgendein Kristall, den wir nicht sehen? Ich werde es wohl nie rauskriegen. Es wird immer ein Mysterium für uns bleiben. Gut, dann Leute, auf.
ist eine schöne Hand. Soll ich etwas für dich auswählen? Nein. Also, pass mal auf. Das können wir ja nicht. Die können wir nicht kombinieren, ne? Die ist so schön. Ich weiß nicht, ob ich die verkaufen möchte. Die Kette noch nicht. Ich habe neue. Oh, du gehst schon? Ja, warte mal. Ich muss noch mal ganz kurz sicherheitshalber gucken. Ne? Nein, nein. Die kann man nicht kombinieren. Da hätte ich gedacht, dass man die irgendwie kombinieren kann. Du möchtest etwas kaufen? Nein, ich möchte etwas verkaufen. Und zwar den und den hier. Und alle Kristallschädel und den Flügel. Und die Angie, die will ich auch loskriegen. Die noch nicht. Den Teddy kriegst du. Die Puppe kriegst du. Den roten Schädel. Den Schädel kriegst du. Und den kriegst du auch. Geflügel kriegst du nicht. Nein, Fisch auch nicht. Dietrich nicht. Nein, das kriegst du alles. Ah, Fräulein Angie. Herz allerliebst. Porzellanpuppen sind sehr beliebt, weißt du? So. Wir können noch einen größeren Koffer kaufen. Gut gekauft ist halb gewonnen. Herstellungsexplosion. Ach, das sind alles unsere Blendgeschoss. Die Karten haben wir noch gar nicht, ne? Verbesserter Griff. Wenn ich deine Waffen verbessern soll, sag einfach Bescheid. Ich weiß ja nicht, ob es noch andere Waffen gibt, Leute. Mit Sicherheit. Essen ist Leben. Da hast du recht. Erweitertes Magazin Limi. Verbesserter Griff. Limi. Ist es die, die wir haben? Wenn du willst, kann ich deine Waffen aufrüsten. Gegen eine kleine Gebühr, verstehst du? Das ist die Limi. Also braucht man das Ding nicht. Das hier. Ich weiß nicht, ob wir das brauchen, ne? Oh, ausgezeichnet. Wahl. Sind 110.000 kostet das. Nachladegeschwindigkeit.
Na gut. Sieh es als Investition, Ethan. Hals- und Beinbruch. Okay. Hals- und Beinbruch, sagt er da. Alright, alright, alright. Da sind wir gekommen. Und da geht's jetzt rein, ne? Und da müssen wir einen Schlüssel dafür haben. Jetzt geht's zu diesen einen sehr seltsam aussehenden Herrn, ne? In den Sumpf. Ich werd verrückt. Jetzt kommen wir da hin. Ja, wahnsinnig. Ja, klar, da haben wir schon. Scheiße! Mann, Leute, ich wollte eigentlich gerade Schluss machen für heute. What the? Und ich habe mich gerade gefreut, dass wir noch unten in die Häuser reinkommen. Ist der noch da? Er ist noch da. Ich höre ihn doch. Da hinten. Da hinten geht er. Und ich habe mich gerade gefreut, dass man da so in diese Häuser jetzt reinkommt, wo der Schatz drin ist. Was ist das denn für ein Viech? Zeig dich doch mal hier. Okay, puh, verdammt. Da kommen wir noch wieder raus, oder? Vielleicht sollten wir doch noch ein bisschen mehr Munition oder sowas kaufen. Oder eine Mine. Eine Mine wäre vielleicht noch ganz gut. Was ist das denn für ein Viech? Immerhin hat er eine Hose an. Okay, Leute. Ich sag vielen Dank fürs Zuschauen. Die Folge haben wir jetzt nicht so viel gemacht. Naja doch, ja, eigentlich schon oder auch nicht. Wir haben gefischt, wir haben was weiß ich alles. Vielleicht zählt der ja auch aus Wild. Und ja, beim nächsten Mal schauen wir, dass wir diesen Typen hier klein kriegen. Und dann geht's zu unserem nächsten lieben Grafen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Ciao, ciao.